Überraschung! Ja, und willkommen zurück zu Edna bricht aus mit unserer Happy Birthday Party Fee Petra. Wie wär's mit der Bar? Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Bestimmt. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Oh, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind 3 Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Kann man ja ausmachen. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Aha, jeder Raum wäre besser gewesen. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Mhm. Kennst du einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im 2. Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Mhm. Feier noch schön. Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Okay, das war also Petra. Okay, das ist schön. Wir schauen sie uns nochmal an. Die ist vollkommen überdreht. Mhm. Können wir denn noch was mitnehmen? Also ich meine, ich hatte schon alles genommen. Dann lasse ich das mal. Was sagt denn Poki dazu? Ja, ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so und da ganz alleine immer, halt immer brav rausspringt aus dem Luca-Bäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen und nervigen Charakter so auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen draufsetzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt. Das ist eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten, fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bohle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere, aber dass Edna sie partout nicht leiden kann, dass der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht es halt eigentlich nur noch interessanter. Ja, das ist interessant, das stimmt. Wobei Edna doch zwischendurch auch schon andere... Machst du bitte noch das Licht aus, so, bevor du gehst? Ich dachte, das macht's eher. Mach selber. Das ist weiß gemein. Ich hätte es ausgemacht. Ja, nee, ich wollte nur sagen, Edna hat doch auch andere schon nicht gemocht. Wie den Marcel und was weiß ich. Was für Leute, wer ist das denn? Ein Bienenmann? Oh, ich glaub's nicht. Ui, lecker. Lecker? Harvey, das ist nur eine Staffelei. Oh, so ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Ach so.
Kannst du hier irgendwie was mitnehmen? Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Ja, sorry. Schau an Regal. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Vielleicht finden wir ja hier ein Spiel. Aber hier ist zumindest eine Zickzackschere. Regal. Nichts, was man da nehmen kann? Ja, nimm Regal, wird nicht funktionieren. Vielleicht die Zickzackschere? Ja, das ist schön, dass das geht. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Dann reden wir mal mit dem Bienenmann. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Nenn mich ruhig weiter Fremde. Ich rede nicht mit Männern im Bienenkostüm. Nenn mich ruhig Edna. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Ja, das wird auch noch schwierig mit unserem Ticket und so. Warum hat man dich hier eingesperrt? Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Der Arme. Ja. Warum hast du so große Ohren? Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion. Auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Aha. Malst du was Bestimmtes? Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Also entweder brauchen wir Ohrenschmalz oder er soll malen. Auf jeden Fall müssen wir bestimmten Kaffee besorgen. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Wiederholt er sich dann nur? Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unseren fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen? Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Okay, gut, dann... Wie war das nochmal mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Dann mache ich mal die Fliege. Ich mache dann mal eine Fliege. Nur zu. Er denkt wahrscheinlich, wir sind dann eine Fliege oder so. Können wir die Sachen hier nehmen? Wachsstifte? Entschuldigung? Die brauche ich noch. Okay. Und das Papier wahrscheinlich, ach, das geht eh nicht. Okay, was ist das für eine Tür?
Moment, ich will noch mal einmal zurück. Weil, was ist denn das, was hier hängt? Generalschlüssel? Das ist Kunst. Hm, können wir das nehmen? Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Ja, okay. Ich lasse den Poki mal kurz ausfallen an dieser Stelle. Wir können ja das immer noch nachholen, aber ich will noch mal mich erstmal noch ein bisschen umgucken hier. Ansehen, Cocktailkarte. Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Kann ich sie nehmen? Ja, kann ich. Okay. Da ist Peter und der Barmann. Er wirkt äußerst deprimiert. Mhm. Hier ist ein Kickertisch. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Aha. Können wir die benutzen? Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Was ist das da vorne? Ein Fass? Hier mixt der Barmann seine Drinks? Können wir da irgendwas von nehmen? Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Dann reden wir mal mit denen hier. Na du? Ich bin Edna. Wer bist du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann, 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 Mann. Ein selten hässlicher Name. Oh. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ja, schön. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Ja, das machst du ganz toll, Edna. Geht es dir nicht gut? Geht es dir nicht gut? Na, jetzt bestimmt nicht mehr. Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Mhm. Ich könnte dich etwas aufmuntern. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Da kann ja zu Petra gehen. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Edna. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Sie disst ihn voll, finde ich aber schon wieder lustig. Immerhin bist du noch am Leben. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du gesund. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch? Du. Ach ja. Ja, Edna reitet sich immer mehr rein. Kommt ein Mann zum Arzt? Kommt ein Mann zum Arzt? Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Da
Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Im komischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ja, ich geb's auf. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Tolle Hilfe, Edna. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsparty für dich. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Dann verrate ich das ja, ne? Aber vielleicht soll man das auch machen. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Oh. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Okay, ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Aber ist das nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das aus dem Leben kennt, ich leider schon, so ein bisschen hier und da so Menschen, die sich irgendwie gar nicht mehr aufraffen wollen oder irgendwie eben alles scheiße finden. Ich weiß dann auch manchmal nicht mehr, was ich sagen soll. Also, das tut mir dann auch sehr leid, aber irgendwie hat Edna ja auch was Wahres an sich. Oh, was haben wir denn hier? Das soll jetzt natürlich nicht so bitter klingen, wie es vielleicht rübergekommen ist. Ansehen. Becher. Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Seltsam. Mhm. Ist hier noch... Achso, das ist nur 14, ne? Ich dachte, das wäre so eine Schnur oder so. Aschenbecher. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Können wir den nehmen? Ich muss ja alles mal... Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ja, der ist zu lang. Was ist das hier? Können wir gar nicht angucken. Wo geht's denn hier hin? Sitzecke. Benutzen. Wer rastet der Roastbeef? Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Ja, okay. Gut. Was sagt Poki dazu? Okay, hier ist wirklich ganz spezielles Insiderwissen, was niemand wissen kann. Und zwar, dieser Screen ist 1:1 die Kulisse von einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, kurz bevor ich mit den Arbeiten an Edna bricht aus angefangen habe. Und zwar heißt der Film Eschers Casting, den wir peinlicherweise bis heute nicht fertiggestellt haben. Also nicht vollständig fertig, der Schnitt ist fertig und so weiter, aber leider ist der Film immer noch nicht so ganz fertig. Aber die gesamte Anordnung mit den Stühlen, Kaffeeautomaten, alles, die ganze Kulisse, die ganze Optik ist halt vollständig diesem Film entlehnt. Und tatsächlich habe ich mich auch bei dem Outfit der Anstaltsinsassen, insbesondere bei Peter oder auch König Adrian, an dem Kostümdesign von unserer Daniela, die halt mit mir zusammen den Film gemacht hat, orientiert. Die hat den Schauspieler, also in diesem Film geht es um Schauspieler, die halt in eine starke Identitätskrise geraten, diese grauen Jogginganzüge verpasst hat, dass die halt irgendwie
dass das Ganze halt eben auch, und so sagte sie es damals auch, ein bisschen kränklich entrückt, wie halt irgendwie, als wären die Patienten irgendwo und gar keine wirklichen Schauspieler. Ja, und ich habe auch im Dialog mit Petra kleine Hinweise auf die Personen, die so, das sind alles Insider-Gags, die natürlich niemand verstehen kann, der nicht über diesen Film Bescheid weiß. Aber ich dachte so, es passiert so viel und Edda bricht aus, dass niemand versteht. Da tut das auch nichts mehr zur Sache. Kann ich das einfach mal machen. Mich überkommt ein kleiner Schauder, immer wenn ich diesen Raum betrete, wenn ich Edna nochmal spiele, weil mir der Geruch in die Nase steigt von diesem Raum, in dem wir gedreht haben. Und zwar war das der Keller unterm Audimax auf dem Hamburger Universitätsgelände. Und der wurde von Studenten als Partyraum gebraucht normalerweise. Und wer schon mal eine ganze Woche in einem Keller verbracht hat, ohne Fenster, dafür aber mit eingetrockneter Kotze, der weiß, wie wir uns da gefühlt haben. Und ich glaube, ein bisschen von dieser Stimmung transportiert auch dieser Raum. Aha, okay, gut. Dann werde ich jetzt nochmal eben wieder hier rausgehen und mit dem Barmann reden. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Mhm. Können wir noch mehr mit ihm reden? Barmann, ein... Nee. Aber der... Sag... Barmann... Oh, okay. Aber der... Sag... Da tut sich wohl nicht viel. Na schön, dann gehen wir wieder. Tja, vielleicht habe ich auch was übersehen oder nicht übersehen. Ich weiß es nicht. Wir haben ja jetzt auch allerlei andere Sachen noch. Hier vorne kann man, glaube ich, nicht hingehen. Dann gehe ich mal wieder zurück. Und frag mich, was wir tun können. Wir haben jetzt einen Bohnendip und einen Topf, Topflappensenf und sowas. Ich frage mich, ob sie da irgendwas mit dem Topf nochmal kochen soll irgendwann. Vielleicht kann ich ja schon mal irgendjemanden rumkriegen hier mit dem Kram, den ich jetzt eingesammelt habe. Poloschläger. Mal einfach mal ja, benutzen den Becher mit dem Droggelbecher. Soll ich dir was zu trinken holen? Droggelbecher. Dann nicht. Ach so. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Ja, wenn es eine Kaffeemaschine gäbe, könnte man mit dem Becher Kaffee für den Bienenmann zum Beispiel holen. Aber ich habe hier... Doch klar, es gab ja eine Kaffeemaschine, stimmt. In diesem anderen Raum, ne? Komme ich da denn wieder hin? Wo sind wir hier denn? Hier war ich ja auch noch gar nicht. Ansehen. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Da sitzt auch noch jemand. Vielleicht sollten wir mal mit dem reden, aber das mache ich mal im nächsten Part. Ich schaue mich hier nochmal um, weil da muss ich einen Cut machen. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Ja? Ach so. Kannst du davon was nehmen? Eine Verschwendung von kostbarem Ton. Anschauen. Da versteckt sich jemand hinter dem Sessel. Ein Dinofilm. Ich mag keine Dinofilme. Am Ende sind sie ja doch alle ausgestorben. Ansehen, diese Topfpflanze. Ihr scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Es ist genau ihr Niveau. Ja, mhm. Ja, kann man hier irgendwas nehmen oder benutzen? Hier, benutzt mal den Lichtschalter. Mach mal Licht aus. Oder eher Licht an, okay. Gut, dann reden wir im nächsten Part hier mit dem Professor hinter dem Sessel, der sich da versteckt, Leute. Und dann freue ich mich auf den nächsten Part von Edna bricht aus. Tschüss!